Ja, schönen guten Morgen, liebe Leute. Am sechsten Tag unserer Fahrradtour von links unten nach rechts oben. Wir haben bisher vom Wetter her mit dem Wetter Glück gehabt. Jetzt hat es uns eben mal erwischt, aber wir konnten ja rechtzeitig noch reagieren und haben ein Zimmer hier bekommen. Rechtzeitig bevor der Regen eingesetzt hat. Wir konnten sogar die Fahrräder unterstellen und das Zelt, was nicht ganz getrocknet ist, hier ausbreiten. Ja, und es war Licht. Und das Zelt ist einigermaßen trocken geworden. Und jetzt packen wir das Zelt zusammen und dann geht's zum Frühstück. Aufgrund der schlechten Wettervorhersage, heute ist Dauerregen in der Region angesagt, haben wir uns entschlossen, dass wir nicht zum Königssee fahren, um die Zwischenetappe zu beenden, sondern am sechsten Tag der Tour von links unten nach oben rechts Richtung Norden aufbrechen. Wir wollen über Salzburg Richtung Braunau fahren und gehen das mal an. Das sind insgesamt 100 Kilometer. Wir haben es jetzt kurz vor 9 und Taschen sind gepackt. Jetzt zahlen wir noch die Zeche und dann brechen wir auf im Regen. Hoffentlich nicht den ganzen Tag.
Ich weiß nicht, ob man es merkt, aber es regnet ein bisschen. Ja, wir sind auf dem Weg Richtung Salzburg, sind jetzt in Freilassing, fahren jetzt über die Salach rüber. Hier ist ein Wasserkraftwerk, sehr beeindruckend. Und Stefan wollte sich jetzt noch ein bisschen Sonnenschutzfaktor auftun. Ja, da drüben gibt es Polizeikontrolle, was Stefan? Na gut, Gott sei Dank, wir werden nicht gefilzt hier. Zoll. Naja. Nee, also das Fahrradfahren ist natürlich bei Regen nicht ganz so prickelnd, aber was soll's, wir lassen uns die Laune nicht verderben dadurch, oder? Stefan trägt zur allgemeinen Unterhaltung bei und versucht mit Sonnenhits, mit Sonnenschlagern, deutscher Schlager, mich aufzumuntern. Und wenn ihr euch vorstellt, ihr habt Stefan da bei euch und der singt die ganze Zeit, das ist schon eine tolle Sache. Jetzt packe ich das Mikro weg und Stefan drückt den silbernen Knopf. Wir sind jetzt um 12:30 in Oberndorf angekommen und haben ungefähr 40 Kilometer absolviert. Wir sind zuerst auf dem Salach-Radweg gefahren, um dann auf den Tauernradweg zu wechseln. Da sind wir eigentlich sehr gut vorangekommen. Das war jetzt bei diesen Wetterverhältnissen landschaftlich nicht so die große Bombe, aber es war schon beachtenswert zu sehen, wie viele Kilometer wir schaffen konnten innerhalb relativ kurzer Zeit. Jetzt suche ich unbedingt irgendwie sowas wie einen Bäcker, vielleicht einen warmen Kaffee oder einen Kakao und vielleicht fällt auch noch eine Nussecke ab oder so. Stefan macht eindeutige Gesten hinter der Kamera, die ich nur auf den Kuchen hoffentlich münze. Und wir müssen mal schauen natürlich, wie weit wir heute kommen. Es ist nicht so richtig prickelnd, in so eine Art Vollkondom zu fahren, aber gut, die Füße sind nass, egal ob mit Sandale oder ohne Sandale. Ich habe halt den Fahrtwind nicht an den Füßen, deswegen habe ich mich dafür entschieden. Und wir werden heute mit Sicherheit nochmal so was wie einen Gasthof, eine Pension aufsuchen und uns da essenstechnisch verwöhnen lassen. Vielleicht finden wir auch bei der Bahnhofsmission oder beim katholischen Mädchenhaus irgendeine Unterkunft, nicht? Wir sind ja harmlos beide. So, nach einer nötigen und sehr leckeren Kaffee- und Kuchenpause sind wir weiter auf dem Tauernradweg unterwegs. Wir sind jetzt hinter Oberndorf und hast du gesehen, in welcher der nächste Ort war, wo wir hinfahren? Habe ich auch nicht gesehen. Also was es ist, der Tauernradweg, wir finden ihn beinahe recht monoton. Also landschaftlich ist es total okay, ist natürlich schön grün alles. Und die Salzach, blubbert kann man nicht sagen, die strömt sehr anständig vor sich hin. Kein Wunder nach diesen Regenfällen. Aber es ist eigentlich immer nur Fluss, Radweg, Wald oder Wald, Radweg, Fluss. Nicht so abwechslungsreich, um es vorsichtig zu sagen. Aber heute ist uns das so ein bisschen egal, denn wir wollen ja relativ zackig nach Norden kommen oder möglichst weit nach Norden kommen. Und ob wir das jetzt bis Braunau schaffen oder sogar noch weiterfahren, das müssen wir mal sehen. Es gibt auf dem Weg
auf dem Tauernradweg habe ich vorhin gesehen, als ich bei einer Wiki geschaut habe, noch diverse kleinere Orte. Und in irgendeinem dieser Orte wird sich doch ein Zimmerchen für uns finden. Da bin ich ganz zuversichtlich. Jetzt ist es 2:15. Wir haben knapp 50 Kilometer. Und wir fahren einfach heute so weit, wie wir Lust haben. Eigentlich wie sonst auch. Der Mann sieht erleichtert aus. Ich bin erleichtert und entblättert, jedenfalls in einem verträglichen Maße. Kurz. 20 Grad, die Helligkeit, die Sonne kommt durch. Kurz nach 14 Uhr. Wir hoffen mal, dass wir das Gröbste im Regen hinter uns haben. Ja. Und werden mal schauen, was Frank vorhin schon gesagt hat, wie weit wir kommen. Und dann lassen wir uns überraschen. Jawohl, ja. Ja, entweder bin ich gleich wieder in mein Element hier, der Holländer auf die Rad. Und ich kaufe dir noch die Käse dazu und gebe dir die Rollmops und noch ein Aal. Und noch ein Aal. Pflanze, Weg und Fluss. Stefan, Frank und Schmetterling. Das ist doch nett hier. Stefan meinte, ich soll an dieser Stelle sagen, ich musste machen, was ein Mann tun muss. Ich finde aber, das wird der Situation nicht gerecht. Ich umschreibe das mal so, dass es sich gelohnt hat, auf jeden Fall, mein Tipp an euch alle, immer eine Rolle Klopapier mitzunehmen. Klopapier und Wald. Stefan, du fährst wie eine Sau. Wie eine Sau. Du bist echt das Letzte. Aber du hast schöne Füße. Ich muss mich beschweren. Beim, nein, durch eigene Doofheit, beim Quatschen mit Stefan und dem leichten um die Kurve fahren, habe ich doch glatt diesen völlig unsichtbaren Pfeiler. Guck mal, Stefan, wenn man genauer hinguckt, der ist ja mit Tarnfarbe bestrichen. Das ist ja, nein, ich hab den doch wirklich nicht gesehen. Gibt's doch gar nicht. Und schon lag ich flach. Also keine Fahrradtour bei mir anscheinend ohne leichten Sturz. Ist aber nichts passiert. Stefan stellt gerade die Schäden fest, aber es ist nicht. Und zwar ist das passiert am Radwegsteg Schiffsstadellacke. Kein Wunder bei diesem seltsamen Namen. Mann. Mann, oh Mann. Mann, oh Mann. Und die Schäden halten sich aber in Grenzen. Jetzt sind wir in Tittmonik. Auf der deutschen Seite. Wir sind jetzt über diese Brücke rübergefahren, weil wir noch den besten Weg suchen, wie wir Richtung Norden weiterfahren. Aber der schickt uns wieder zurück über die Brücke, zurück nach Österreich. Für einen Höllenritt. Ja, im Grunde genommen haben wir dasselbe Panorama wie vorhin, als wir den Radweg verlassen mussten. Stefan hat völlig recht. Neben uns fließt die Salzach. Dann kommt der Radweg, ist ein bisschen grün. Da ist durch irgendwas der Weg unterbrochen. Wir mussten so eine ekelhafte Erfahrung machen. Verstehen wir nicht so ganz. Das Wetter verschlechtert sich wieder ein bisschen. Und ich glaube, ich packe die Kamera jetzt wieder weg.
Kasperspatzen, Käsespatzle, Salat noch dazu und hier so ein Humpen. Es müsste okay sein. 3, 2, 1 aus dem WM. Ich weiß nicht mal, wie das heißt hier. Augustiner. Hm? Augustinerbräu. Augustinerbräu? Aus dem Augustinerbräu mit schlechter Akustik. Aus dem WM-Zimmer im Augustinerbräu in Burghausen. Und ich höre nachher erstmal die Aufnahme auf dem Hotelzimmer ab, denn müssen wir da vielleicht nochmal nachvertonen. Und ich werde Stefan so lange behalten. Wir sind noch etwas über 80 Kilometern insgesamt zweimal eingeringt. Wir sind heute einen recht trostlosen Tag gefahren, denn es war sehr monoton. Wir sind gefahren den Saarradweg und den Tauernradweg im Wesentlichen. Und sind da noch über rund 10 Kilometer auf einer Landstraße gefahren, wo uns Autos eng überholt waren in Österreich. Also das war nicht wirklich schick. Gelandet sind wir in Burghausen, das ist die deutsche Seite auf der Saarlach. Weißt du noch, wie das in Österreich hieß? Ach, der hieß Ach, genau. Und sind gelandet, das ist meine Schuld gewesen, im recht teuren Hotel Bayerischer Hof. Ich bin ganz ehrlich, wir sind hier reingefahren in dieses Stadttor sozusagen über die Brücke und ich bin quasi in die Vorhalle gerollt mit dem Fahrrad. Ich war so erleichtert. Höhenmeter waren etwas über 300, nicht der Rede wert. Das Ärgerliche war, dass gefühlt von diesen 300 Höhenmetern 400 bis 500 kurz vor Ende waren. Weil es recht auf dieser Landstraße recht starke Steigungen gab, die sehr unangenehm zu fahren waren, weil man permanent eng von Autos überholt wurde. War also überhaupt nicht schön. Und ich habe auch hier entsprechend gepumpt. Wir waren auch schon einen Ort weiter, wo wir einen Gasthof gefunden hatten, wo wir aber leider kein Zimmer bekommen haben. Und dadurch sind wir halt nochmal umgedreht und sind dann hier eben in Burghausen gelandet. Jo. Weil wenn wir weitergefahren wären, die nächste Möglichkeit einer Unterkunft wäre erst in 25 Kilometern circa gewesen. Und das wäre einfach zu weit gewesen. Ja. Man kann sagen, dass wahrscheinlich dieser heutige Tag der heutigste unserer gesamten Tour war bisher. Es war der, sechste Tag? Oder der siebte? Der sechste. Der sechste Tag war es. Und wir liegen bei über 500 Kilometern und werden morgen Passau erreichen. Das heißt, wir erreichen morgen den Innenradweg und den Donauradweg und werden dann weiter radeln Richtung Regensburg, um dann nach Tschechien abzubiegen, auf dem Fernradweg München, Regensburg, Prag. Morgens scheint die Wettervorhersage, oder sagt die Wettervorhersage, deutlich bessere Wetter vorher. Wir hoffen, dass ihr morgen wieder mit dabei seid und Stefan und ich sagen einfach mal Tschüss und wir gucken jetzt das zweite Viertelfinale von der Weltmeisterschaft. Und naja, Brasilien wird wohl gewinnen.